Ja, was ändert das Instagrid bei uns bei der Arbeit? Wir können halt weitestgehend auf die Verwendung von Notstromaggregaten verzichten. Für uns sind es drei Dinge. Einmal die Zeitersparnis, die dauerhafte Verfügbarkeit und die wirklich hervorragende Mobilität, die wir damit haben. Die Schritte bei einem Notstromaggregat, die als Alternative dazu gilt, sind natürlich mit dem ganzen Aufbau verbunden, wo wir dann gute 10 Minuten mit 1 bis 2 Leuten brauchen. Und bei der Instagrid, da ist es rausnehmen, Stecker rein, einschalten, los geht's. 10 Minuten gegen 30 Sekunden, ich denke, das sagt alles. Na gut, bei der Anschaffung ist es halt so, dass die Geräte gegenüber einem Notstromaggregat recht interessant sind. Und wir haben natürlich keine Wartungskosten, keine Reparaturkosten und die Verfügbarkeit ist sofort da. Also gegenüber einem Notstromaggregat ist die Instagrid erheblich mobiler. Sie kann während der Fahrt die Akkus laden, das geht mit einem Notstromaggregat überhaupt nicht. Also wir werden den ELW da mit betreiben anstelle eines Notstromaggregates und wir sind auch dabei, andere Felder damit zu erschließen und auszuprobieren. Zeltheizung, Beleuchtung, solche Sachen, das eben dann mit dem Akkupack betreiben zu können.